auch nicht mal mehr erfüllen. Aber ihr habt euch verloren und habt Freude, wenn ihr sie wieder bekommen. Da lässt sie euch stehen und John Asilo in der Regie im Sektor E1. Sektor E1 im Rundlauf hat eine Tür, die heisst kein Eintritt, Regie. Da innen kommt Alessia und schon dann und auch hier jedes Mal. Danke fürs Abholen, so bleibt mir gut.
Sagen, er ist ein wahrer Publikumsliebling geworden.
Witz. Ah, nein, ich kann mir nicht mehr sagen. Stimmt, alles klar. Gut, okay. Wir gehen jetzt zum Team Wiss. Wir schwenken auf die Seite und sagen herzlich willkommen. Im Goal, heute am Nachmittag. Mit 17 hat er das Hockeyspiel entdeckt und hat dann eine Karriere als Goalie gemacht. Mit dem EV Zug ist er 1987 in National aufgeschrieben. Heute spielt er mit Team Wiss. Herzlich willkommen mit Nummer 24. Schon als 9-Jähriger von SCO
geht der Ausgleich durch das Team Wies nach 223 und der Torschütz Nummer 15, Marco Fischer. Und der Assist haben wir von Nummer 18, André. Und das bei 223.
And just 8 to go for Stevie Simonoli Grahini Klinga, who's in all by the Twins, Paddy. Unterodisch, Saxonensky, Pierre Marr. Sorry, das hast du so entschieden.
Zug hat, unglaublich gefordert und hat schlussendlich verletzungsbedingt aufhören müssen, sagen wir so, und nicht noch schlimmer sind zu verletzen, seine Karriere beendet. But the time you spent here, you were top scorer in Team of Viva Zug, and you know where you have to be? Excuse me? Do you know where you need to be for what you did for Zug? Well, not really. You can't imagine.
Tea. Patrick! Beat 12:53.
Thank you.
So, die Pausen ist wohl alle gut. Und zum einen das Spiel, was wir in der Kamera haben können, ausruhen. Ich habe mich auch noch einmal ein nice Zuschauerzahl gesehen. Und sicherlich werden wir jetzt auch mal täuschen und sie reden. Sind ihr bereit für die zweite Halbzeit? Wir haben nur noch eine Aufnahme. Sind ihr bereit für die zweite Halbzeit? Haben wir uns auch für die Tore? Willkommen zurück von uns, Team Wies. Team Blau, der Gegner spielt 50 Jahre, ich habe Zug, das ist.
Fall mit Kohle von Team bis Rolf Simmer, du hast vorhin gesagt, so geil. Du hast es offen. Ja, das war eine Lösung, also ein Knallherd. Das Ausstoff ist noch jeder gar nicht klar geworden, weil es nicht los ist. Aber ja, ich kann schwimmen kommen und auch essen, aber ich hätte Spass gehabt. Wann hast du das letzte Mal die Kohleausrüstung angekommen? Ganz kurz mit der Haareneröffnung und zuschaut vor 15 Jahren auf dem Schuh. Und von betrachtet muss ich sagen, ein unglaublicher Stil, aber er verhebt. Einfach nicht schon unmässig. Also, nicht der Alte. Okay, danke, Tom, der Rolf Simmer. Und da haben wir das nächste Goal. Wir gehen über zum Stadion gespielt, sobald er weiss, dass er es geschossen hat.
Und der erste Pass von der Nummer 13, Ken. Und Nummer 27, Colin. Team 27, 55.
gekommen. Und dann ist mir übrigens aufgefallen, ganz offen in der Mitte. Da habe ich gedacht, das ist so eine emotionale Geschichte aber für uns alle Spieler, das muss ich unbedingt abschrauben. Und das ist die originale Stadionuhr. Und die möchte ich jetzt zum Geburtstag vom EHZ wieder zurückbringen, jetzt natürlich in die neue Ausverteilung.
Und der graue Herr von Abelazas, Björn Christian.
Thank you.
10 Meter ist auf der 20.
Und nicht zuletzt, liebes Publikum, liebe Zuschauer, liebe Fans, ich möchte euch danken. Es ist grossartig, wenn ihr den EVZ unterstützt, ja ein, ja aus. Wenn ihr hinter dieser Organisation steht, ihr seid die EVZ-Familie. Es sind Menschen, die in der Vergangenheit der EVZ geprägt sind und heute prägen. Es sind Menschen, die der EVZ in den vergangenen 50 Jahren ermöglicht haben und heute ermöglicht haben. Sie alle sind die EVZ, sie sind Teil von der EVZ-Familie. Thank you.